Wer könnte uns besser erzählen, wie das so ist als Volontär und Redakteur, als Jo Schück? Schönen guten Tag, mein Name ist Jo Schück. Ich moderiere im ZDF das Kulturmagazin Aspekte freitagsabends um 23 Uhr. Es begrüßen Sie Kathi Salier und Jo Schück. Heute sind Sie live bei Aspekte Milky Chance. Ich bin außerdem als freier Autor und Presenter für Beiträge und gelegentlich Dokumentationen zuständig. Mein Name ist Jo Schück, ich bin Ihr Gastgeber. Meine Stationen im ZDF nach dem Volontariat waren Politikredaktionen, Innen und Außen. Ich war mal bei Dreisat, ZDF Kultur, der Digitalkanal, den es inzwischen nicht mehr gibt. Da war ich auch mal. Das Pendel schwingt von Kultur nach Politik und wieder zurück. Momentan bin ich hauptsächlich ansässig in der Redaktion Kultur Berlin. Warum wolltest du zum ZDF und wie bist du da hingekommen? Naja, das ZDF ist natürlich im journalistischen Bereich eine der Größen, eine der Leuchttürme, die es in der deutschen Medienlandschaft gibt. Erfahrungsgemäß weiß man auch, dass das ZDF nicht am schlechtesten bezahlt, im Vergleich zu einer Lokalzeitung zum Beispiel. Und man hat halt im ZDF riesengroße Möglichkeiten. Ne? Also als ich gekommen bin zum ZDF, wusste ich noch nicht ganz genau, wo es mich dann hin verschlägt. Aber allein die Möglichkeit, sich Dinge auszudenken, die mit Journalismus weltweit zu tun haben, die waren schon sehr reizvoll. Und dann hast du gleich dein Volontariat gemacht? Wie war denn das? Ich hatte schon mal ein Praktikum gemacht beim ZDF und nach meinem Studium habe ich dann das Volontariat angefangen. Da war ich eigentlich gerade beim Radio und ganz großer Fan vom Radio. Dann schwappte aber dieser Einsendeschluss fürs Volontariat irgendwie durch meinen Kalender. Da habe ich gedacht, give it a try, probier es aus und dann bin ich hier gelandet. Und wie hat es dir gefallen? Das Volontariat im ZDF ist wirklich eine richtig gute Nummer. Ich glaube auch im Vergleich zu anderen Volontariaten. Denn man hat auf der einen Seite die Chance, ganz viele Redaktionen kennenzulernen. Auf der anderen Seite hast du auch ganz viel Theorieunterricht. Das heißt, du lernst Leute kennen, die wissen, wie eine Reportage geht, wie ein Beitrag geht. Du kriegst Sprechtraining, du hast viel mit Kameraarbeit zu tun. Du hast viel auch mit Online- und Social-Media-Aktivitäten zu tun. Das heißt, du kriegst so den richtigen Rundumschlag, was in diesem gesamten Haus passiert. Und wenn du nach anderthalb Jahren da rauskommst, hast du einen besseren Überblick als viele Mitarbeiter, die hier seit 20 Jahren arbeiten. Und wie ging es nach deinem Volontariat weiter? Ich bin bei einer Station gelandet, die ich auch im Volontariat hatte. Da war ich beim Länderspiegel in der Redaktion Innenpolitik. Und die hatten danach Platz und Bedarf. Und dann bin ich also in der Innenpolitik gelandet, habe dann relativ viel mit Wahlen zu tun gehabt, mit den Magazinsendungen, also als politischer Reporter. Und weil das ZDF entgegen dem Klischee doch auch ein bisschen durchlässig ist, sind dann auch immer wieder so Sonderprojekte aufgetaucht. Da hat der Infokanal mal was gemacht, dann wollte die Außenpolitik mal eine Kleinigkeit haben. Und so ergaben sich Dinge. Was begeistert dich an deinem Beruf? Also der Beruf des Journalisten klingt total klischeehaft und pathetisch, aber ich bin immer noch davon überzeugt, dass dieser Beruf dazu beitragen kann, dass man, wie man so sagt, eine gewisse Art von Aufklärung unterstützen kann. Ich glaube, und das sehen wir in diesen Zeiten, wie wir alle wissen, bewegte Zeiten, Fake News, lalala, umso mehr, dass es Journalisten, die ihr Handwerk verstehen und die Interesse daran haben und Zeit dafür haben, das heißt auch Geld dafür haben, sich hinzusetzen und zu recherchieren, dass es umso wichtiger ist. Und ich glaube, auch im Moderationsbereich ist es umso wichtiger, Dinge einordnen zu können. Und es ist deswegen auch im ZDF so wichtig, weil wir dann doch eine Möglichkeit bekommen, wir kriegen dafür Geld, dass wir uns hinsetzen und uns tagelang ausdenken, wie ist der beste Text, was ist die richtige Information. Und ohne dieses Geld könnten wir es nicht tun, dann müssten wir alle so arbeiten wie seit eins. Ist auch scheiße. Was nervt dich besonders an deinem Beruf? Also erstens, ich kann mir keinen besseren Beruf vorstellen. Es ist ein Riesenprivileg, so arbeiten zu dürfen. Ich habe wirklich Glück, weil das vieles, was auch eine private Leidenschaft ist, das ist auch unter anderem Medien, das ist auch viel Kultur und Politik, darf ich jetzt zum Beruf machen. Das ist sensationell und ich bin auch sehr dankbar dafür und habe eine gewisse Demut. Zweitens, was nervt daran? In einem solchen Riesenladen wie dem ZDF ist man wie in jeder Anstalt gewissen Zwängen unterworfen und wenn dir der Kollege im Jahr 2017 sagt, ja, da musst du mir erstmal einen Fax schicken, dann denkst du dir, Alter,
das kann doch nicht wahr sein. Das kennt jeder aus einem großen Unternehmen, logischerweise. Es nervt total. Dieser riesige Tanker hat eine extreme Schlagkraft, wenn er mal in die richtige Richtung fährt. Wenn er mal vom Weg leicht abkommt, ist es aber auch unglaublich schwer, den wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Also ich glaube, das gilt sowohl für ganz oben im ZDF bis ganz unten. Ganz unten spürt es natürlich dann immer als erstes. Das ist das Nervige, dass man sehr viel Zeit auch mit Bürokratie verbringen muss. Und zum Schluss, was würdest du jungen Leuten raten, die vielleicht in deine Fußstapfen treten wollen? Es gibt ja wieder Volontariate im ZDF. Das ist eine Chance, die man nutzen sollte, wenn man die Chance kriegt. Hilfreich ist irgendeine Art von Studium. Ich bin nicht mehr davon überzeugt, dass ein Medienstudium das Richtige sein muss. Ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn man eine gewisse Expertise in einem Gebiet mitbringt. Im Endeffekt kann ja jeder Journalist werden. Aber was studieren wäre nicht schlecht. Und wenn man Interesse daran hat, irgendwie in den Medien oder im Journalismus zu arbeiten, sollte man jetzt anfangen, parallel nebenbei zu arbeiten. Ob es jetzt in der Lokalzeitung ist, beim Radio, durch Praktika oder sonst was. Es ist einfach, das ist die Währung. Wenn du hier reinkommst ins ZDF und sagst, ich weiß, wie ein Beitrag geht, ich weiß, wie man recherchiert und ich habe schon mal einen Artikel geschrieben, dann wirst du gleich besser angesehen, als wenn du sagst, ich wollte mal gucken. Also ist auch okay für ein Praktikum, ne? Aber wenn du quasi wirklich das als Profijob machen willst, dann wäre es gut, wenn du mit einer gewissen Erfahrung reinkommst. Und wenn du es dann noch schaffst, ein Volontariat zu bekommen, dann hast du echt gute Chancen, im ZDF auch irgendwie irgendwo anzukommen.